Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir diesen Leuchtturm da von so Atomtypen befreit, um eine neue Siedlung hier hinzubauen. Und ich habe mich nur hier so ein bisschen umgeschaut und wir schauen uns jetzt da hinten bei dem Ding an. Was? Bei dem Ding? Okay. Und da war Preston Garvey auf einmal. Wir schauen uns das Ding da hinten an, meine ich natürlich. Weil da ist Feuer, also nehme ich mal an, da ist irgendjemand. Und da ist niemand. Ich dachte, er wäre am Leben. Und da ist kein Feuer, das ist einfach nur Eingeweide von einem Delfin, Hai, Walhai, was weiß ich. Ich das Ding wegschieben. Ich dachte. Nach Preston die ganze Zeit diese Geräusche, das ist mir schon vor der Aufnahme aufgefallen. Ich wollte schon sagen, kann ich nicht irgendwo hier mal pennen gehen, in irgendeiner Matratze? Es scheint doch nicht Preston zu sein, der diese Geräusche macht. Okay. Scheint aber auch nichts zu geben, Dreck. So eine Pflanze wächst hier, ne? Natürlich. Aber immer hat Gefühl, unter Wasser ist irgendwie was. Mama. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Wow, guck mal, wie tief das hier geht. Da haben wir noch weit, gehen wir da rein. Ist eigentlich so ein Unterwasser Atemgerät oder so. Wird bestimmt auch geben, ne? In Skyrim gab es so was. Unterwassergerät. Hat man nicht recht nützlich, aber hier kann nicht weiter in diese Richtung gehen. Okay. Was machst du eigentlich da? Der teleportiert sich immer einfach irgendwo hin. Na gut. Dann gucken wir mal, wie es mit unserer Siedlung hier zurecht geht. Vorangeht, meine ich. Boah, ich hab's heute. Bestimmt schon 4, 5 Leute, ne? Geht meistens immer verdammt schnell. Ich hab die noch wieder abstellen. Wenn man unter Wasser ein bisschen besser sehen könnte. Ist halt Absicht oder haben die, kriegen die halt einfach nicht hin? Haben mich schon immer gestört in, soll schon BioWare sagen, fester spielen. Heißt Bethesda spielen. Aber die Open World Spiele von Bethesda. So, jetzt habe ich eine Menge Strahlung, die ich gerne loswerden möchte. Wow, ihr seid ja mal krass. Hat eigentlich mein Schwert, das gibt's doch nicht. Gott, wie sieht's hier aus? Haben wir ja schon Freiwillige? 2 Leute, ja, reicht. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte nur ein paar Sachen. Na klar. Ja, du machst mal, was ist hier in der Nähe? Handhaus an der Küste, Finch Farm. Warum sind da so viele? Du, wie macht man da nochmal Versorgung zu der 1 Finch Farm?
Ja. Jetzt ist ja alles wieder sehr gut. So, ihr braucht kein Essen. Ihr braucht es nicht. Werkstätte. Boah. Weil wo Ausrufezeichen sind, ist glaube ich. Weißt du ja schon wieder, hier ist ein Ausrufezeichen und ich sehe nicht, woran das liegt. Auch der Essen, ich gebe euch Essen. Irgendwo offener halt. Was duftet hier schon? Ja, da tue ich mir nicht an. So. Ein Siedler kann 6 Dinger besetzen, also. Hopp, hopp. So. Ja, mache Essen. Noch Wasser. Und alle sind zufrieden. Okay, gut, gut. Und noch ein bisschen hier verschönern. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Du bist seit 5 Minuten unterwegs. Ernsthaft? Okay. Und die Atmosphäre mit der Explosion auf einmal geändert hat. Komm mal hier rein. Ja, ja. Öffentliche Toilette. Also eine Strandhaustoilette, ne? Strandhaustoilette, Strandtoilette einfach nur. Okay. Keine Ahnung, was schon wieder diese Explosion war. Ganz ruhig, Preston, ganz ruhig. Aber naja. Warte mal in ihr neuen Nähe. Was ist denn hier in der Nähe? Nichts. Das hier waren wir noch gar nicht. Wo bin ich gerade? Ja, ne? Ja. Dann gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. Oh, das da leckt mich. Ja, mal von der Burg aus sein. Da scheint nur irgendwie eine Insel auf dem Weg zu sein. Kann man auch erkunden. Und dann weiß ich nicht. Was uns noch dahin führt halt. Vielleicht finden wir irgendeinen anderen Ort noch. Die Typen kann ich aufrufen jetzt. Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Tauschen. Ein paar Sachen tauschen. Okay. Ja, damit. Ja, damit. Danke. So, ja, warte mal, gut, Warwick, dann muss ich hin. So. Ist da. Und da ist diese komische Insel. Okay, da gehen wir mal hin. Vor den Insel-Fetisch in den letzten Folgen. Man kann schon auf dem Weg dahin passieren. Ich meine, bitte.
Ich muss schon sagen, ich brauche AP beim Schwimmen. Das ist doch lächerlich. Schwimmen ist nicht anstrengend. Überhaupt nicht. Ich bin Delfin. Komm schon, Preston, mach mal so einen Sprung aus dem Wasser. So, da wartet jetzt der größte Albtraum auf mich oder irgendwie so, ne? Irgend so was. Was ist denn da noch? Jemand schwimmt mich einfach durch die Gegend, da kommt so ein verdammter Meyerlurk, ne? Dieser Fisch aus Jack and Dexter, der einen frisst, wenn man zu weit wegschwimmt. Irgendwie sowas. Okay. Was habe ich hier? Was ist das hier? Gar nichts. Erfolg freigeschaltet. Läutere jede Glocke in Fallout. Ah, ich will die Glocke läuten. Ein bisschen schade, dass ich hier nichts zu finden, dass ich hier nichts finden kann. Man, hier muss es doch irgendwas geben. Da ist ja irgendwie so ein Fischmensch, der hier mal wieder hinkommt und hier wohnt, so ein Marco Tsunami. Kann ich mal den Fisch mitnehmen? Okay, wer da hinten ist nichts. Aha. Du kannst während des Schwimmens nicht speichern. Uah. Ich kann sogar in der Luft den Pip-Boy aufrufen. Das ging in Fallout 3 nicht. Meinst du, du hast irgendwas gefunden? Und ist dann nix. Und auch einige Perks, wo ich länger unter Wasser gehen kann und so. Mal keine Strahlung bekomme, wenn ich schwimme, irgendwie sowas. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Spectacle Island. Meint ihr nicht spektakulär? Spektastische. Was geht? Ist hier irgendjemand? Hallo? Ach so. Okay. Was hat diesen Siedler getötet? Hier könntest du noch gut eine Siedlung bauen, aber nein. Wir sind draußen, Preston. Please. Reiße er sich zusammen. Okay, bis jetzt haben wir hier noch nichts. Hier ist eine Power Armor Station. Also hoffentlich ist ja auch irgendwo eine Power Armor. Ist ja voll Knorke. Noch eine Power Armor. Ich habe gar nicht mehr so viele Teile. Hey, sieh dir das mal an. Wo? Was? Aufgepasst.
Ich bin ganz Ohr. Was denn? Alter. Hm. Ich dachte, du hast hier diesmal legitim irgendwas gefunden. Okay, hier ist nichts. Aber wenn da hinten jetzt nichts ist, ist halt hier vollkommen verschwendeter Platz. Guck, was da für ein großes Schiff ist. Wie sah ein Flugzeug so lang aus? Ja, hier kannst du geil eine Siedlung bauen, aber hier ist nichts anscheinend. Oh, nein, Schachbrett. Ich hab doch niemanden, mit dem ich Schach spielen kann. Aber irgendwas sagt mir, das ist Meyer Lurks. Oh, da sind viele Meyer Lurks. What? Oh Gott, geht nicht wieder auf mich los, wenn es geht. Wow. Die Meyerlocks, die... Wow. Die Meyerlocks tun echt immer die Gefährten vollkommen ignorieren und gehen volle Möhre auf einen los. Ist mir aufgefallen. Tja, die schenken denen gar keine Beachtung. Ja, ich viele Gamma-Patronen bekommen gerade. Ist das? Oh Gott! Auch schon ein bisschen überpowert die Waffe, kann das sein? Was ist das? Wow, hab ich alles von ihm zerstört. Seit ich auch aus dem Institut raus bin, geht meine PS4 nicht mehr so ab. Immer nur, wenn ich mit jemandem ins Institut geredet habe. Das ist merkwürdig. Der war irgendwie nicht so stark. So. War relativ chillig eigentlich. Hat nur wieder unendlich Munition gekostet. Ich versuche jetzt nicht die anderen Meyerlocks, die haben wahrscheinlich wieder nur Fleisch. So. Der denkt sich so. War was? Er denkt sich immer noch, war was? Kämpfe eben nicht. Und doch gar nicht gegen dich kämpfen und so. Bist du ehrlich? Geh zurück ins Wasser, wo du hingehörst. Ja. Ich habe schon gesehen, als ich dieses ungestützte Schiff hier, sag ich mal, gefunden habe, dass hier irgendwas ist. Unglaublich bringt es das. Ich warte nur irgendwann darauf, bis sich so eine verdammte Puppe bewegt. Geschafft. Ja, ich will nur Sturmfeuerzeug mitnehmen. Noch engster Raum.
rechts. Oh, hallo. Das ist doch schon eher mal was, was ich gebrauchen könnte. Einen ganzen Haufen voller Tresorkisten. In denen sind immer viele Sachen drin. Natürlich sind nicht alle voll. Boah. Weil anstatt hier alle direkt zu öffnen, ne? Nur einen öffnen, nur um andere Leute zu trollen, die ja vorbeikommen. Leute wie mich. Wie schön. So, nächstes. Verbessertes. So, da kriege ich ja Munition wieder. Ich baue wieder Munition. Das wär's. So. Okay. So, das ist der, den ich mitgehauen habe. Preston. Einer meiner Logs. Gut, weiter. Wir sagen mir, ich sterbe nicht, wenn ich... Oh, okay. Und darunter springe ich, wäre wahrscheinlich gestorben. Don't feed the bears. Welche Bären? Hm. Meister? Nein, verbessert. Pff. Komm, geh weg. Komm, geh weg. Komm, geh weg. So. Cool. Boah. So, Bären. Wo sind ja Bären? Wo ist die Insel eigentlich noch? Oh, geht noch. Ist noch ganz schön groß. Was ist da zum Beispiel noch? Kann man da hin? Sieht so aus, als könnte man da noch knapp hin. Gehen wir mal da hin. Hm. Nee, ich kann da nicht hin. Da steht gleich, du kannst in diese Richtung nicht weiter. Aber es hat voller Troll. Ja, aber da kommt man da hin. Da kommt man locker hin. Will mal wissen, ich will mal, dass sich so ein Ort hier lohnt zu erkunden. So ein abgelegener Ort. Dass sich auch lohnt, irgendwie da reinzugehen. Und wie so aus, das kann ich da sogar ganz rein irgendwo. Oh, nee. So, jetzt soll er sich hier doch mal, verdammt nochmal lohnen. Ich den ganzen Weg hingeschwommen bin. Bitte nicht in Form von Meyerlurks. Ich rede von Zeitschriften, ich rede von Wackelpuppen. Ultimativen Waffen. Wie war's mal mit dem Gatling Laser? Ich habe noch gar keinen. Und auch mal langsam eine Zeit, dass ich einen bekomme, oder? Ja, sieht schon wieder nicht so aus. Ich dachte, der Lohn. On the highway. Sieht aus wie ein Sänger, der Schädel. Na, hier gibt's nix. Kannst du mir gegen geschwommen für nix? Gibt's einfach nicht. Haben schon irgendwas. Burgunder. Ich dachte Blutrot. Stand da irgendwie so an. Hm, das war... Ich werde total gelohnt, den ganzen Weg hin zu schwimmen. Mhm. Ja, wieder zurück. Können wir den Rest der Insel, würde ich sagen. So graziös, ne?
Ah. Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, waren die Animationen in früheren Bethesda-Spielen auch nicht so gut. Nicht nur das Schwimmen, auch das Laufen oder sowas. In früheren Spielen auf jeden Fall. Jedenfalls in Oblivion. Das sieht aus, als wäre da mal ein Wald gewesen. Ich nehme an, da sind die Bären gewesen, ne? Von denen ich gewarnt wurde. Ja, hey. Schlitz ich auf. Was haben wir so ein Funkturm? Ne, oder? Der Unterbrecher funktioniert nicht. Signal-Checkliste. Achte auf, dass die Kabel zum Generator alle richtig angeschlossen sind. Wir konnten keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen. Rennie, der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp, ich würde empfehlen, beim Umlegen des Generatorschalters nicht im Wasser zu stehen. Signal wird wiedergegeben, wenn, tja, wirst du es mitbekommen. Sobald das Feedback auffällt, klingt es, als käme es nicht aus den Lautsprechern, sondern was. Nur die Meyerlux können es hören. Okay. Oh. Kannst diese Werkstatt noch nicht verwenden, was? Okay, was haben wir hier? Wird da hinten zum Schiff. Ja, das hängt mit einer Mission irgendwie zusammen. Aha. Was zum Teufel war das? Oh Gott. Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.